Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch ein wundervolles, frohes neues Jahr und damit natürlich auch herzlich willkommen zum allerersten Video in 2021 hier auf meinem YouTube-Channel. Viele setzen sich für das neue Jahr ja gewisse Vorsätze und ich habe mir überlegt, ich möchte in diesem Jahr mal etwas ausführlicher meinen Instagram-Channel betreiben, denn den habe ich leider in den letzten Monaten etwas mehr vernachlässigt, als es mir lieb war. Daher, hey, das ist die Chance, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das doch. Ich freue mich da ganz doll drüber und es wird demnächst sehr viel neuen Content geben, viele neue Postings und hoffentlich auch die ein oder andere Instagram-Story, denn eigentlich mag ich Instagram-Stories ziemlich doll, aber irgendwie mache ich das nicht so oft. Aber dieses Jahr wird hoffentlich alles anders. Viele haben natürlich aber andere Neujahrsvorsätze. Viele wollen vielleicht auch einfach etwas Neues lernen. Ich habe mir gedacht, der ein oder andere hat vielleicht Lust anzufangen, Amigurumi zu häkeln. Und deswegen gibt es heute dieses Video. Daher, das hier ist natürlich heute ein reines Grundlagenvideo. Es wird wirklich darum gehen, um die allerersten Schritte. Also wir behandeln heute, was sind eigentlich Amigurumis? Was muss ich beachten, wenn ich Amigurumis häkeln möchte? Was brauche ich alles? Welche Tipps und Tricks gibt es vielleicht und welche Amigurumis sind für den Anfang geeignet? Doch fangen wir von vorn an. Was sind eigentlich Amigurumis? Die Idee und die Bezeichnung für Amigurumi stammt aus dem japanischen Raum. Und zwar setzt sich der Begriff zusammen aus den beiden Wörtern Amu, was für Stricken steht, und Kurumu, was so viel wie Verpacken bedeutet. Das bedeutet aber nicht, dass Amigurumis immer gestrickt sein müssen. Amigurumis können sowohl gehäkelt als auch gestrickt sein. Hier auf meinem Kanal häkeln wir nur Amigurumis. Amigurumis an sich sind kleine Häkelfiguren, meist sind es Tiere, oft aber auch Gegenstände oder Lebensmittel, manchmal auch kleine Püppchen in menschlicher Gestalt. Von den Proportionen her erinnern sie dabei aber eher an Manga- und Anime-Figuren. Deswegen ist es bei Amigurumis natürlich auch nicht wichtig, dass sie besonders realitätsnah aussehen. Meistens sind Amigurumis eher klein gehalten, oft um die 10 cm, aber natürlich gibt es auch Ausnahmen und es gibt auch manchmal sehr, sehr große Amigurumis und ein paar solcher Ausnahmen gibt es ja auch hier bei meinen Häkelanleitungen. Amigurumis bestehen meistens aus Garn. Besonders gut geeignet ist dabei sehr dünnes und glattes Baumwollgarn, welches oftmals auch als Topflappengarn bezeichnet wird. Natürlich könnt ihr aber auch alles andere nutzen. Wolle aus Polyamid, Polyacryl oder vielleicht auch Stoffwolle, alles was euch gefällt. Wie gesagt, Amigurumis sind in der Regel gehäkelt oder gestrickt und dies in Runden. Oftmals bestehen sie aus mehreren Einzelteilen und diese Bestandteile sind meist eher rund. Und runde und plastische Elemente müssen natürlich gefüllt werden. Watte eignet sich da natürlich in erster Linie sehr gut. Und wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass die Proportionen besonders exakt sind, denn bei Amigurumis steht die Niedlichkeit im Vordergrund. Natürlich kann man Amigurumis in gewisser Weise mit Plüschtieren vergleichen, einfach da sie eine ähnliche Optik haben und auch mit Watte gefüllt sind. Dennoch ist anzumerken, dass Amigurumis in erster Linie nicht als Spielzeug geeignet sind und auch nicht dafür gedacht sind, weil sie nicht dafür ausgelegt sind, sondern eher als Sammelobjekt zu betrachten sind oder zu Dekozwecken. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was brauche ich, wenn ich gerne Amigurumis häkeln möchte? Und die erste Antwort ist natürlich Wolle. Und dabei empfehle ich in erster Linie immer Baumwollgarn, einfach weil es eine schöne Beschaffenheit hat. Es ist sehr, sehr glatt, es fusselt überhaupt nicht und es ist sehr fein. Daher sieht die Optik immer sehr angenehm aus. Wenn ihr gerade anfangen wollt mit Häkeln, wenn ihr mit Amigurumis anfangen wollt, nehmt, was ihr da habt. Ihr könnt natürlich Polyamidwolle nehmen, ihr könnt Polyacrylwolle nehmen, aber ich möchte gerne betonen, dass die Optik nicht ganz so genau und nicht ganz so fein aussehen wird, einfach weil die Wolle ein bisschen fusseliger ist und weil die Wolle auch weicher ist und weil die Figuren dann nicht ganz so genau in Form bleiben. Deswegen ist die Gefahr größer, dass eure Amigurumis auch ein paar kleine Dellen und Beulen haben werden, wenn ihr Polyamid und Polyacrylwolle benutzt und wie gesagt, besonders am Anfang. Aber natürlich, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Wenn ihr XXL Amigurumis gerne häkeln möchtet, dann empfehle ich auch immer sehr gerne Chenillewolle. Und natürlich braucht ihr eine Häkelnadel. Für Amigurumis wird meist eine Stärke von 2,0 bis 3,5 empfohlen. Ich häkle in der Regel mit einer 2,5. Und wenn ihr Wolle kauft, dann lohnt sich auch ein Blick auf die Banderole, denn dort steht in der Regel mit drauf, welche Nadelstärke ihr benötigt. Aber es ist wirklich nur eine Empfehlung, es ist kein Muss. Ihr könnt natürlich auch eine andere Nadelstärke wählen. Es kommt immer auch so ein bisschen drauf an, wie fest oder wie locker ihr häkelt. Wenn ihr sehr locker häkelt, dann lohnt es sich vielleicht, eine etwas kleinere Nadel zu benutzen. Wenn ihr aber sehr, sehr fest und eng häkelt, dann lohnt es sich vielleicht, eine größere Nummer zu benutzen. Wenn ihr wirklich sehr, sehr unsicher seid, welche Nadelstärke ihr benutzen solltet, dann lohnt sich für euch vielleicht eine kleine Häkelprobe. In der Regel muss diese 10x10 cm groß werden. Schaut doch einmal auf die Banderole von eurer Wolle drauf. In der Regel steht immer drauf, mit wie vielen Maschen und wie viel Reihen 10x10 cm erreicht werden müssen.
Und für die meisten Amigurumis braucht ihr noch Augen. Es gibt natürlich richtige Sicherheitsaugen, die ich auch heutzutage verwende, aber ich habe damals natürlich auch nicht direkt mit Sicherheitsaugen angefangen. Ich habe mit Wackelaugen begonnen. Ob das so eine gute Idee war, mag ich vielleicht heutzutage ein bisschen bezweifeln. Aber wenn euch Wackelaugen gefallen, ihr könnt natürlich gerne damit loslegen. Ihr könnt aber auch schwarze Perlen nehmen, mit denen habe ich sehr, sehr, sehr lange gearbeitet. Ihr könnt aber auch Augen selbst machen. Ihr könnt aus Fimo-Augen herstellen. Ihr könnt Augen aus Filz ausschneiden, ihr könnt sie aufkleben, ihr könnt Augen direkt aufsticken oder auch mit Acrylfarbe einfach anmalen. So wie es euch gefällt, testet euch dabei gerne aus. Und dann gibt es noch die sogenannten Hilfematerialien zum Zusammennähen. Ich benutze zum Zusammennähen in der Regel eine etwas dünnere Häkelnadel, meist in der Stärke 1,25. Und da immer wieder die Frage kommt, ob ich das wirklich zusammen nähe oder zusammen häkle, betone ich es in jedem Video wieder, ja, es wird zusammengenäht. Nur ich benutze dafür eine Häkelnadel, einfach weil ich damit besser zurechtkomme. Ihr könnt natürlich aber auch eine Nadel nehmen bzw. eine Stopfnadel, wenn es für euch einfacher funktioniert. Ich komme damit nicht so gut zurecht, weil ich mit der Nadel einfach immer mehr Füllwatte rausziehe und sie oftmals auch nicht so gut durchbekomme. Deswegen testet euch aus, wie ihr zurechtkommt. Ich persönlich benutze eine Häkelnadel, aber ihr könnt auch was anderes nehmen. Und dann gibt es ja oft das Problem, dass viele am Anfang die Proportionen nicht so gut hinbekommen, einfach weil beim Positionieren das eine Teilchen oft ein bisschen wegrutscht und es nicht an der richtigen Stelle hängt. Deswegen könnt ihr für den Anfang natürlich auch auf Stecknadeln zurückgreifen, einfach um eure einzelnen Teile schon vorzufixieren an die Position, an der es am Ende sein soll. Wenn ihr ein bisschen genauer wissen wollt, wie das Ganze geht, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch einfach da oben. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Materialien, mit denen ihr eure Amigurumi-Figuren kombinieren könnt. Wie bereits benannt, ich benutze sehr gerne Fimo und auch Filz. Daraus kann ich dann nochmal andere kleine Objekte herstellen und die kann ich bei der Amigurumi-Figur mit rankleben, einfach damit die noch so ein paar besondere Merkmale hat. Ich benutze aber auch sehr gerne Filzwolle, um die Haare zu machen, einfach weil ich die Struktur und die Oberfläche ein bisschen schöner finde dafür. Dafür brauche ich dann natürlich auch noch ein Filzset. Das bedeutet halt eine Filznadel und eine kleine Filzmatte, damit das Ganze auch gut funktioniert. Viele benutzen auch Draht für ihre Amigurumi-Figuren, um verschiedene Körperteile ein bisschen beweglicher zu machen. Da wird dann ein kleines Stück Draht durch die einzelnen Gliedmaße durchgefädelt. Wichtig, wenn ihr das machen wollt, ist allerdings, dass ihr die Ärmchen und Beinchen nicht zu sehr ausstopft, denn wenn es richtig prall gestopft ist, dann könnt ihr es trotzdem nicht bewegen. Daher ein bisschen drauf achten. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch Murmeln und Steinchen nehmen, wenn ihr eurer Figur einen etwas festeren Stand verleihen wollt, weil die vielleicht oft zu stark umkippt. Und dann braucht ihr natürlich Füllmaterial. Wie gesagt, in erster Linie eignet sich dabei Watte am besten, aber auch bei Watte gibt es viele Unterschiede. Es gibt direkt Füllwatte, die benutze ich inzwischen, aber Füllwatte ist vielleicht für den Anfang etwas komplizierter. Einerseits braucht ihr sehr viel davon, weil sich Füllwatte sehr stark zusammenpressen lässt. Andererseits ist Füllwatte auch etwas teurer und ihr bekommt sie am Anfang nicht ganz so gut in eure Figuren rein. Deswegen, ich habe am Anfang andere Watte genommen, und zwar kosmetische Watte. Ist auch ein bisschen schwierig, bei kosmetischer Watte aufpassen, woraus diese besteht. Baumwolle ist nicht so gut geeignet, einfach weil die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass Watte aus Baumwolle beginnt zu klumpen. Ich habe damals Watte aus Viskose genommen, die ist wesentlich besser geeignet. Allerdings werden eure Figuren mit kosmetischer Watte wesentlich fester und die sind nicht mehr so fluffig. Bei Watte und vor allen Dingen Füllwatte ist es aber auch ein bisschen kompliziert. Ihr müsst natürlich immer auf die Menge achten. Wenn ihr zu viel Watte benutzt, dann dehnt sich das Ganze zu sehr aus. Eure Maschen werden zu groß und ihr könnt die Watte durchsehen. Das sieht natürlich auch nicht so schön aus. Wenn ihr aber zu wenig benutzt, dann könnt ihr das Ganze immer noch eindrücken und eure Figuren haben Dellen und Beulen und es sieht dann auch nicht so schön aus. Deswegen immer darauf achten, dass ihr wirklich die optimale Menge benutzt. Ihr könnt aber auch andere Sachen zum Füllen benutzen. Ich habe früher auch Reis genommen. Bei Reis ist natürlich eure Figur wesentlich schwerer, hat aber gleich auch einen besseren Stand. Viele benutzen auch sehr gerne Styroporkugeln. Allerdings bei Reis und Styroporkugeln müsst ihr beachten, eure Figur kann dann natürlich nicht mehr gewaschen werden, einfach weil das Material keine Nässe verträgt. Und was ich für Amigurumis auch sehr gerne empfehle, sind natürlich Maschenmarkierer, damit ihr eine bessere Übersicht habt. Wo beginnt eine Runde, wo hört eine Runde auf? Und damit ihr auch eine Orientierung habt, wie viele Runden ihr eventuell schon gehäkelt habt. Eine Frage, die ich auch sehr, sehr oft bekomme, ist, wenn ich gerne mit Amigurumis anfangen möchte, welche Figur empfiehlst du mir für den Einstieg? Und es hängt vielleicht erstmal zusammen mit einer anderen Frage, und zwar,
was muss ich alles können, wenn ich Amigurumis häkeln möchte. Und das Gute ist, für Amigurumis reicht in der Regel ein Grundwissen. Auf meinem YouTube-Kanal hier habe ich schon sehr, sehr viele Basic-Videos gemacht, in denen ich die Grundlagen erkläre. Deswegen schaut mal da oben, das bringt euch sicher weiter. Aber allgemein, der Anfang ist das Schwierigste. Für den Anfang müsst ihr einen Maschenring können und wenn ihr den hinbekommt, dann bekommt ihr auch den Rest hin. Wenn ihr mit dem Maschenring allerdings noch ein bisschen hadert, dann auch nicht schlimm, denn es gibt auch andere Alternativen, wie ihr so ein Projekt beginnen könnt. Ansonsten ist es sehr wichtig, dass ihr Luftmaschen beherrscht, dass ihr feste Maschen häkeln könnt. Ihr müsst wissen, wie Zunahmen und Abnahmen gehen. Kettmaschen und Luftmaschen sind vielleicht auch noch ganz wichtig. Und je nachdem, was ihr häkelt, müsst ihr noch einen Farbwechsel können und ihr müsst natürlich wissen, wie ihr so ein Projekt beendet. Und das reicht dann eigentlich erstmal, um schon die ersten Amigurumi-Figuren häkeln zu können. Und für den Anfang empfehle ich in der Regel auch eher kleine Figuren als größere Figuren. Die häkeln sich in der Regel immer einfacher und plastische runde Figuren sind auch einfacher als flache Figuren. In der Regel könnt ihr euch immer merken, desto runder und gleichmäßiger die ganzen einzelnen Bestandteile sind, desto einfacher ist auch die ganze Amigurumi-Figur zu häkeln. Wenn ihr aber wissen wollt, wie kompliziert so eine Häkelfigur wirklich ist, dann lohnt sich natürlich ein Blick in die Anleitung. Ihr werdet mitbekommen, das sieht immer nach sehr vielen mathematischen Formeln aus und ja, das ist auch eine ganze Menge Rechenarbeit. Es ist eine größere Rechenarbeit beim Erstellen so einer Häkelanleitung als beim Häkeln selbst, aber natürlich müsst ihr auch so immer ein bisschen mitrechnen und mitzählen. Und wenn ihr genauer hinguckt, werdet ihr mitbekommen, dass es oftmals Malfolgen sind. Und prinzipiell könnt ihr euch merken, desto gleichmäßiger die Maschenanzahl in Malfolgen ansteigen, desto einfacher ist die Figur auch zu häkeln. Und zu guter Letzt möchte ich euch gerne noch ein paar Tipps und Tricks für das Häkeln von Amigurumis mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 1 ist sehr simpel, aber benutzt Maschenmarkierer. Maschenmarkierer sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Ihr wisst immer, wo ihr seid, ihr wisst, wo eine Reihe beendet ist, ihr wisst, wo eine neue Reihe beginnt und ihr habt einfach eine gute Übersicht darüber, wie viele Reihen ihr schon gehäkelt habt. Deswegen Maschenmarkierer, super, benutzt das immer. Es gibt verschiedene Maschenmarkierer. Ihr könnt natürlich welche selbst machen, dazu haben wir ja auch schon mal ein Video gemacht. Ihr könnt fertige Maschenmarkierer nehmen oder wie ich nehme einfach immer nur einen Faden in einer anderen Farbe, der liegt meist immer irgendwo rum. Und der ist oft sehr, sehr flach und behindert euch beim Häkeln wahrscheinlich meist eher weniger als ein richtiger Maschenmarkierer. Aber der kann eventuell auch schneller rausrutschen. Also testet euch aus, womit ihr am besten klarkommt. Tipp Nummer 2 ist, wenn ihr mit dem Maschenring nicht so gut zurechtkommt, dann verzichtet einfach drauf. Ich mache das auch meist. Benutzt einfach einen Anfangsknoten gefolgt von zwei Luftmaschen und dann könnt ihr in die erste Luftmasche einstechen und diese einfach als Maschenring benutzen. Euer Maschenring ist dann nicht ganz so groß, es ist einfacher zu handhaben und der Anfangsfaden ist nicht ganz so lang, wie es bei dem Maschenring der Fall wäre. Tipp Nummer 3. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr einfach sehr, sehr locker häkelt und dass eure ganze Häkelarbeit viel zu weich ist und leicht aus der Form gerät, dann benutzt doch einfach eine Nadelstärke kleiner, dann ist das automatisch viel fester. Das gleiche geht aber auch in die andere Richtung. Wenn ihr zu fest häkelt und das Problem habt, dass ihr mit der Nadel gar nicht mehr durch die einzelnen Maschen hindurchkommt, dann nehmt einfach eine Nadelstärke mehr, dann wird euer Projekt gleich etwas lockerer. Tipp Nummer 4. Wenn ihr eine Figur habt, die sitzen soll, aber ihr ja eine größere Niedlichkeit erreichen wollt und deswegen einen extra großen Kopf gehäkelt habt und eure Figur deswegen kein Gleichgewicht mehr hat und immer wieder umfällt, dann stopft doch den Körper mit schwererem Füllmaterial aus. Benutzt Murmeln, benutzt Steinchen für den Körper oder auch für die Füße, dann sitzt eure Figur gleich viel fester. Tipp Nummer 5. Wenn ihr das Problem habt, dass euer Füllmaterial aus den einzelnen Maschen wieder rausfällt, weil es vielleicht sehr, sehr klein oder fein war, weil ihr eventuell sowas wie Reis oder auch viel Sand benutzt habt, dann lohnt es sich für euch, ein kleines Säckchen oder vielleicht auch eine Feinsocke mit einzuarbeiten. Tipp Nummer 6. Mit Rouge oder Pastellkreide könnt ihr euren kleinen Häkelfiguren süße rosa Wangen geben, wodurch sie noch niedlicher werden. Und wenn ihr vielleicht noch sowas wie Fixierspray da habt, dann hält das gleich noch wesentlich besser. Tipp Nummer 7 bezieht sich auf eine Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme. Und zwar, was mache ich, wenn ich das Sicherheitsauge einfach nicht zusammenbekomme? Denn oftmals ist es so, dass das Auge und das Unterlegscheibchen sehr, sehr stramm sitzen und dass man es einfach nicht so gut zusammendrücken kann. Ich habe damit auch sehr große Probleme gehabt am Anfang und vor allen Dingen für den Anfang wirklich, es ist nicht einfach, ich weiß es. Ich habe damals auch ein Hilfsmittel gehabt und zwar einen Tipp, den ich damals bekommen habe, den gebe ich jetzt an euch weiter. Benutzt eine Druckknopfzange. Es funktioniert sehr, sehr gut, denn mit so einer Druckknopfzange könnt ihr wirklich wesentlich mehr Kraft auf einen gezielten Punkt ausrichten und es funktioniert sehr gut. Die Investition lohnt sich, sage ich euch. Mir hat es sehr, sehr weitergeholfen. Deswegen, ich hoffe für euch auch. Ich verlinke euch einfach mal unten in der Videobeschreibung die Druckknopfzange, die ich damals benutzt habe.
Tipp Nummer 8 ist, was mache ich, wenn mein Sicherheitsauge einfach nicht zusammenhält? Denn es geht auch andersrum, und zwar, dass das Ganze zu locker sitzt und wieder aufgezogen werden kann. Und da könnt ihr einfach ein kleines Feuerzeug benutzen und das Ganze abflammen, denn verschmilzt euer Sicherheitsauge mit der Unterlegscheibe so ein bisschen und es sitzt wirklich bombenfest und kann nicht mehr abgezogen werden. Aber aufpassen, wenn ihr jünger seid, fragt eure Eltern um Hilfe. Und Tipp Nummer 9, wenn ihr auf der Suche nach einem guten Einsteigerset für Amigurumis seid, dann schaut doch mal in meinem Shop vorbei. Ich habe euch da nämlich ein Set zusammengestellt und ich hoffe, es gefällt euch. Und natürlich hoffe ich auch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, ich würde mich ganz über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder eine Anregung für ein neues Video oder noch Tipps und Tricks für Amigurumis, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein, damit wir uns gegenseitig helfen können. Und hey, abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Dann verpasst ihr zukünftig keine Videos mehr von mir und ich freue mich dann ganz doll darüber und mit einem Abo würdet ihr mir sehr helfen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, schaut mal da oben, da gibt es noch mehr Basic-Videos und dort packe ich euch eine ganz einfache Häkelanleitung hin. Und ansonsten würde ich meinen, macht's gut, wir sehen uns in 2 Wochen wieder und da geht's zu meinem Shop.